Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es mitbekommen, meine Wettkampfdiät verlief alles andere als nach Plan. Zwischendurch zwei Diet Breaks gehabt, unterwegs gewesen mit Paul als Coach. Da habe ich einfach mehr essen müssen, damit ich gut drauf bin, mich zu 100% um meinen Athleten kümmern kann. Ich habe mir die Frage gestellt, bin ich vielleicht sogar nur ein YouTube-Bodybuilder, braucht es die Wettkämpfe gar nicht mehr. Aber trotzdem habe ich natürlich Diät gemacht. Und einiges an Kilos verloren, die Form ist besser geworden. Deswegen bin ich hier vor dem Orange Fit, werde jetzt den Birk Luther Kampfrichter und Bodybuilder-Legende treffen. Und der wird meine Form beurteilen. Und da wollen wir doch mal sehen, ob es jetzt in den 4 Wochen sich noch lohnt, weiterzumachen. Ob ich noch bühnentauglich bin, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Birk, mein Lieber. Na? Sei gegrüßt. Servus. Alles gut? Das werden wir heute sehen, ob alles gut ist. Ja, mir ist auf jeden Fall alles gut. Ich brauche mal deine Zange. Was, meine Zange? Ja, Hautfaltenmessung werden wir natürlich auch noch machen, bevor wir das Ganze uns mal anschauen. Ja, eure ominöse Haupthautfaltenmessung. Ja. Zehn Wochen. Ja, natürlich. Bin ich ein Riesenfan. Mein letzter Formcheck ist 10 Wochen her. Wenn es keinen Quatsch gibt, aber das ist Quatsch. Aber gut. Stopp, du musst es auch verkaufen. Das ist eine Hautfaltenmessung und daran kann man theoretisch die Körperfettanteile erkennen. Und deswegen machen wir das auch. Machen wir mal seine geliebte Hautfaltenmessung. So wichtig ist. Hast du das Programm 10 Wochen jetzt nicht aufgemacht? 10 Wochen? Nee. Außer Johannes. Aber du machst doch bei den Athleten, die du vorbereitest, auch regelmäßig Hautfaltenmessen. Oder machst du es nur über den Spiegel das Auge? Fall. Machst du das wirklich nicht? Nein. Machst du nur für YouTube? Leute, das mache ich nur für uns, Johannes. Für euch macht er die Hautfaltenmessung und Körperfettbestimmung. So. Braucht kein Mensch so Quatsch. Aber gut, Johannes brauchst. Warum braucht man das denn nicht, Birk? Na, weil ich im Spiegel gucke. Das ist doch scheiße, ja, wie dick die Hautfalte ist. Wenn die Hautfalte zu dick ist, sieht es scheiße aus. Wenn sie okay ist, egal wie dick sie ist, sieht es gut aus. Weil Bodybuilding wertet man mit den Augen und nicht mit der Zange. Und darum geht es ja heute Wettkampf-Bodybuilding. Ne? Beim letzten Mal, als ich hier gestanden habe, die Körperfettmessung ist ja eher semi ausgefallen. Also ich war sehr unzufrieden. 12,6%. Sonst habe ich immer gedacht, habe ich immer 12 geschätzt, dann war ich bei 10. Heute hätte ich gedacht, ich bin vielleicht eher bei 10, 11. Aber jetzt habe ich 12,6. Ich finde, das ist viel. So, dann fangen wir mal an hier mit der tollen Messung. Select. Sogar eine vollautomatische Zange. Das ist nicht das beste Modell, da gibt es bessere. Aber das zeigt halt die Millimeter. Hast du einen Rabattcode für die Leute? In was? Ein Rabattcode. Mit Birk 10 könnt ihr Rabatt auf alle Hautfaltenzangen bekommen. Übrigens habe ich 11 Kilo weniger als beim letzten Formcheck. Die sind jetzt runtergegangen. So. Lass die Zange sprechen. Okay, fangen wir an mit dem Trizep. Gibst du jetzt immer dreimal ein? Ne, ich mache immer dreimal die Messung wegen Verfälschung. Ja. Damit hier nicht geschummelt wird. Mache ich auf meiner Waage morgens auch immer übrigens. Ne? Ich stelle mich dreimal rauf. Genau, in der Hoffnung, dass es weniger anzeigt. Ja. So, Rücken. Oh, jetzt Wasserbüffel, Water Joe. Wann ist der Wettkampf? Wie lange ist es noch hin? 4 Wochen noch. 4 Wochen? Ja. Wie kritisch sagst du? Ich mache hier nur die Messung. Also die Einschätzung kommt nachher, wenn es visuell mit den Augen bewertet. Beim letzten Mal hat er gesagt, es ist verdammt wenig, da hängt nicht viel Fett dran. Siehst du schon? Nein! 10,4. Steht da. 10,4. Also ich bin offiziell, laut Zahlen, bin ich definitiv noch viel zu fett. Beim letzten Mal waren es 12,6. Ist aber drunter, das ist doch, ja, aber das doch. Das ist Katastrophe eigentlich, ne? Ich muss hier noch ganz kurz einmal. Er will sich aufpumpen. Ja, klar. Immer. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Lasst uns zur Vollstreckung schreiten. Ich habe im Spiegel geguckt und ich bin sehr unzufrieden, aber gut, man sieht es. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen jetzt? Vor 10 Wochen. Zehn Wochen sind ja. Ja, ich hab jetzt wirklich das Bild von vor 10 Wochen nicht mehr im Kopf. Also da hätte ich Fotos machen müssen, weil das ist das, was ich wirklich mit meinen Kunden mache. Ich mache regelmäßig dann immer eine Dokumentation über Fotos, weil ich mir das halt nicht merken kann. Kann sich keiner merken in dem Zeitraum. Könntest du dir das YouTube-Video nochmal anschauen? Aber es ist auf jeden Fall 121,8. Absolutes Tiefgewicht heute. Heute 121,8? Ja. Okay. Also was war letztes Mal? 133. Schon einiges weg, ja. Aber wie gesagt, das Bild habe ich nicht mehr vor mir. Okay, dann sehen wir es jetzt. Es geht ja auch darum, ich fange die ganze Zeit meine Beine an, das ist richtig anstrengend. Reicht die Zeit noch, um in Form zu kommen? Leute, es ist 3 Wochen vor der Meisterschaft. Und jetzt spannt er gerade ein paar Sekunden seine Beine an und sagt, es ist anstrengend.
Gut, haben wir das auch geklärt. Haben wir das geklärt, ja. Okay, okay. Alles klar. Johannes. Ja, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, du bist eine anständige Kuh und 121 Kilo kann man ja nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen. Ja? Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Die 121 Kilo, die sieht man irgendwie nicht bei dir. Weiß ich. Ja? Sieht doch keiner bei YouTube. Das ist ein Riesengewicht, ja, wo man sich eigentlich einen ganz anderen Menschen vorstellt. Ja. Ja, und ich weiß ja nicht. Kann ja, aber wenn Johannes erstmal vor dir steht, dann ist er schon. Kann ich meine Posen machen bitte jetzt und nicht einfach nur die ganze Zeit sprechen? Alter! Okay, okay. Johannes ist zu sehen, ja? Ja. Alles klar. Dann mach mal dein Line-Up von vor. Die seitlichen Line-Ups gibt es ja nicht mehr. Dreh dich mal eine Rückenansicht. Zieh mal noch ein bisschen breiter den Rücken. Weil die Schultern weiter nach vorne. Schultern ein bisschen genau und nach hinten kippen. Oberkörper ein bisschen mehr nach hinten kippen. Kriegst du den Arsch noch ein bisschen nach hinten geschoben? Ja, genau die Hüfte. Ja, besser. Okay, und wieder von vorn. Pass mal auf, Frage, Line-Up, soll ich lieber so mit diesem geflexten Bauch stehen oder so hochziehen? Zieh lieber hoch. Ja? Das ist ja, wie gesagt, da wird die Linie gewertet. Ich finde es ja? So schöner. Ja, vom Bauch her. Aber die Linie, du bist oben breiter, wenn du dich aufmachst. Okay. Ja, wenn du dich nach oben breit machst. Ja. Das ist halt das Line-Up. Nachher sind die Muskelrunden, in den Posing-Runden. Okay, okay. Gut, dann fahren wir an. Erste Pose, Doppelbizep. Okay, hier ein bisschen ausatmen, dass der Bauch vielleicht etwas flacher wird. Ja, ja, so ist besser. So ist besser. Okay, locker. Latissimus von vorne. Achso. Latissimus, komm, zieh die andere Seite. Hier die linke Seite, die hast du schön gespannt, die rechte. Kriegst du auch noch mit rein. Boah, ich krieg hier heute nur aus Soft die Fresse. Okay, okay. Ja, das halten Wertungskriterien, Symmetrie. Ja, okay. Wenn die eine Seite draußen ist und die andere eingeklappt bleibt, ist das nicht sehr symmetrisch. Beine da, genau. Alter. Das ist. Du kannst ja ein Schild umhängen auf der Bühne. Ich habe nicht getrainiert. Ich hab nicht Posen bin ich schlapp. Und jetzt seitliche Pose. Seitliche Brustpose. Die Lieblingspose eines jeden Bodybuilders. Okay. Und schön den Arsch mit anspannen. Arschbacken zusammen. Genau. Den Arsch. Nicht locker lassen, den Arsch. Okay, locker. Bleibst du gleich in der seitlichen Pose stehen. Machst den Trizep. Die mache ich auch von der Seite? Das ist beliebig, egal welche Seite. Aber du musst den Arsch mit anspannen. Ja. Ihr müsst natürlich eins wissen. Ich kenne Johannes, da war er bei richtig, richtig schweinehart. Da hat er auch berechtigt gewonnen. Dieses Bild hat sich eingeprägt. Okay. Arsch, spann deinen Arsch an. Genau, und locker. Okay. Birk, weißt du, was das Witzige ist? Wenn Johannes mit seinen Athleten redet, beim Posen sagt er immer Arsch. Ja, voll. Das ist jetzt der Spiegel. Ja, ja. So, kriegst du die Hüfte ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, weil du hast da unten die Falte, genau. Okay, so. Alles klar, locker. Und die Latissimus von hinten. Die kriegst du den Beuger mitgespannt, wenn der schon nach hinten stellt am Bein. Ja. Ist er angespannt? Ja, naja. Hm? Okay, also man sieht, dass er angespannt ist. Alles klar. Bauchbeine. Wobei die Cuts auf der linken Seite etwas tiefer sind, wie rechts, aber rechts die Härte etwas besser durchkommt. Ja. Okay, und die Most. Alles da. Locker. Sehr schön. War anstrengend? Scheiße. Ich bin noch ganz ehrlich, ich habe keinen Posen geübt. Echt? Hatte keine Zeit. Beziehungsweise ich habe mir die Zeit nicht genommen. Also wenn ich das im Spiegel so sehe, fühle ich mich ganz weit entfernt von einem Bodybuilder-Kampf. Das würde ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wenn,
wirklich, wenn du wirklich eine ehrliche und auch wirklich eine freundschaftliche Meinung hast. Ja, voll. Willst, ja? Also, das ist nicht böse gemeint. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber Johannes, das ist wirklich nicht. Wie gesagt, du hast andere Aufgaben in deinem Leben, andere Prioritäten, die mit Sicherheit wichtiger waren letztendlich. Ja, die habe ich aber auch gesetzt. Aber die siehst du jetzt im Spiegel. Geil gesagt. Ich denke, das bringt es auf den Punkt. Ja, okay. Ja. Das ist nicht böse gemeint, ich wünsche dir da... Deswegen bin ich doch hier. Ich will doch von dir ein vernünftiges Feedback haben, Dirk. Und vor allen Dingen auch mal den Zuschauern. Weißt du, auf Instagram sieht das alles cool aus. Man kann das immer schön verkaufen, in gutem Licht, vernünftiges Photoshop hier, vernünftiges Objektiv. Aber am Ende des Tages, ja, ist halt die Frage, wie es auf einer Bühne aussieht. Und für Wettkampf-Bodybuilding wird das, selbst wenn ich mir jetzt 4 Wochen den Arsch aufreiße, ist es halt... Der gesundheitliche Aspekt spielt eine Rolle. Und man muss auch eins sehen, Johannes verdient nicht mit dem Wettkampf sein Geld, sondern mit anderen Dingen. Ja. Ja, genau wie jeder andere Amateur das macht. Ja, also davon hängt nicht unser Leben ab. Also das ist alles, ja, und ich habe vor allen Dingen auch mehr Spaß am Coaching. Du weißt ja, ich habe selber diverse Athleten, am Scouting für die Leute da zu sein. Ich habe einen neuen Sponsor, einen neuen Kooperationspartner. Und da will ich einfach auch Gas geben und Content produzieren, ob das Insta, TikTok oder YouTube ist. Und also ich denke, also, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich alles gemacht. Ich muss jetzt überlegen, wie ich weitermache, weil ich würde schon ganz gerne noch unter 120 kommen, sage ich ganz ehrlich. Da bremst dich ja keiner, hält dich ja keiner zurück. Also, ja. Das kannst du ja so weiterführen. Aber wie gesagt, für die Bühne, Das ist ein anderes Niveau, da wird was anderes verlangt. Guck doch mal die Streifen, Birk. Da siehst du die Streifen nicht. Du hast doch, ja. Ich habe noch gar kein Lob bekommen. Gar kein ja, Lob. Ich habe dir gesagt, rechts hast du Streifen besser zu sehen. Ja, das linke Bein habe ich ja Probleme mit dem Knie gehabt. Hast du die Cuts mehr, die sind. Ja, ich krieg das nicht richtig in Anspruch. Wie auch immer, Leute, ich bin auf jeden Fall dankbar für euren Support. Was wir jetzt gleich machen, also erstmal ganz wichtig, weil ihr habt euch nämlich seit Ewigkeiten schon ein Trainingsvideo mit Birk gewünscht. Und deswegen habe ich Birk gefragt, ey, Birk, hast du mal wieder Bock? Deswegen ballern wir jetzt Brust zusammen. Ne? Ich trinke vorher meinen Rain, Leute. Und da bin ich mal gespannt, welche Übungen du... Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ja. Ich hoffe, dass du Bankdrücken mit mir machen willst. Oh, boah, Bankdrücken. Und da werde ich dich kritisieren. Ich bin schon ein paar Tage älter und ich habe auch nicht mehr den Biss, den ich mal hatte, bin ich ehrlich. Das Thema werden wir gleich mal besprechen. Würde ich eh mal mit dir drüber reden. Ja? Mit deinen über 40 jetzt. Ja, über 30. Knapp über 30.